Ich war echt geschockt über die Lebensmittelpreise im Supermarkt auf den Philippinen. Deswegen mache ich auch das Video hier. Und damit meine ich nicht irgendwelche Luxus-Shopping-Malls in der Hauptstadt Manila. Nein, sondern ganz normale Supermärkte in der Provinz, zum Beispiel in Mindoro, auf der Insel, wo ich sehr lange war, in der Kleinstadt Puerto Galera. Das ganze Video werde ich geschmackvoll garniert in drei Teilen für euch leicht verdaulich aufsplitten. Im ersten Abschnitt werde ich 20 wahllos ausgewählte Lebensmittel von Deutschland und von den Philippinen gegenüberstellen, damit ihr den direkten Preisvergleich habt. Im zweiten Abschnitt des Videos kommen dann die Gesamtkosten rein, also was so ein Einkauf in Deutschland kostet, ein typischer Single-Haushalt, und was so ein Single-Einkauf auf den Philippinen gesagt im Gesamten kostet. Und im dritten und letzten Abschnitt stelle ich den gesamten Warenkorb einfach mal im Verhältnis zum Monatsverdienst. Was bedeutet es für den Filipino, der für einen gewissen Monatslohn 50 Stunden racken muss? Wie schwer belastet so ein Einkauf dem sein Geldbeutel? Jetzt aber zum direkten Lebensmittelvergleich. Film ab. Nutella, das 350 Gramm Glas kostet bei uns, weiß ich nicht, aber hier 287 Peso. Das wird ja mindestens 5 Euro. Aber Nutella isst man eh nicht, hat Palmöl drin. Nutella 450 Gramm, 2,99 €. Spaghetti 500 Gramm, 79 Pesos, also 1,30 Euro. Spaghetti 500 Gramm, die billige Variante 95 Cent oder 79 Cent. Erdnussbutter kostet hier 3 Euro das Glas. Und Erdnussbutter 1,99 das 350 Gramm Glas. Ketchup ist hier wieder billig. 50 Pesos, das sind so 90 Cent. Die 530 Gramm Flasche. Eine Flasche Ketchup beim Aldi, 2,29 Euro. So, der Lipton-Tee, 25er Pack, 2,10 € auf den Philippinen. 130 Gramm Käsepackung, etwa knapp 4 Euro. Also billiger wie in Deutschland, muss dazu sagen, aber dass dieser Käse wirklich minderwertig ist. Der billigste Käse, den ich hier gefunden habe im Aldi, ist der Emmentaler. 250 Gramm kosten hier 2,89 €. Die ist hier sehr teuer, das Café Gold. 100 Gramm kosten hier knapp 4 Euro. So, Nescafé Gold kostet im Aldi 200 Gramm 9,99 €. Wäre auch ganz wichtig, so ein 6 Liter Behälter kostet hier 78 Pesos, also 1,20 €. Eine 1,5 Liter Wasserflasche kostet 27 Cent, muss man einfach mal 4 nehmen. Um 6 Liter rauszubekommen, das wären denn 1,08 €. 1,5 Liter Flasche Coca-Cola kostet hier 64 Pesos, das ist 1,10 €. Coca-Cola kostet eine Flasche hier 1,35 €. 100%iger Orangen- oder Apfelsaft, wie wir ihn aus Deutschland kennen, kosten hier 2 Euro per Liter. 100%iger Orangensaft 1,99 €. Eine Dose Bier, verschiedene Sorten von San Miguel bis Patrons bis San Miguel Light, 65 Pesos. 0,5 Liter Lübzer Bierdose, also durchschnittliches Bier, kostet hier im Aldi als Dose 64 Cent. Ein Liter, 89 Pesos, das ist schon richtig heftig, 1,50 €. Ein Liter Haarmilch, 1,05 €. Eine Abpackung weißer Zucker, das sind 500 Gramm, kosten hier 50 Pesos, also so 85 Cent, das ist schon teuer. Zucker wird jetzt Raffinade genannt. Fantastisch, 1,49 € die Kilopackung. Schaut euch das mal an, wie hübsch auf den Philippinen der Reis angeboten wird und wie viele Sorten. Hat zwar jetzt mit dem Preisvergleich von mir nichts zu tun im Video, aber ihr sollt das mal gesehen haben. Der Reis im Supermarkt in der Günstigkeit 48 Pesos, etwa 85 Cent das Kilo. Reis 1 Kilo 2,69 €. Erstaunlicherweise ist das Waschpulver hier günstig. 1,1 Kilogramm, 79 Peso.
Chlorwaschmittel 2,529 Kilo. Große Packung Colgate Zahnpasta mit Inhalt 150 Gramm, 194 Peso. Zahncreme von Colgate. Die 75 Liter Tube kostet hier im Aldi Deutschland 2,75. So, ich als alter Toilettenpapierhersteller gucke natürlich auch nach den Preisen. Dreilagig Toilettenpapier, 4 Rollen, 91 Pesos, also 1,60 Euro. Dreilagiges Toilettenpapier, 8 Rollen, 2,95, also wären 4 Rollen, genau die Hälfte, 1,50. Aber diese ganz kleinen Abpackungen von ungesunden Sachen wie Chips, 24 Gramm, 7 Pesos, das sind 20 Cent. Das waren jetzt, nicht wie versprochen, 20 verschiedene Lebensmittel, sondern nur 17. Und was dieser philippinische Warenkorb aus dem Supermarkt so gekostet hat, das blende ich euch im Einzelnen mal hier links ein. Und rechts gegenüber klatsche ich euch jetzt gleich die Summe rein, die ich in Deutschland bezahlt habe. Vom Gefühl her war das etwa gleich teuer. Ihr werdet gleich sehen, ob mein Gefühl mich nicht betrogen hat. Und jetzt ein paar harte, nackte Zahlen, die euch blank darstellen. Was bedeutet es für uns? Prozentual gesehen vom Durchschnittsgehalt eines normalen Arbeitnehmers. So ein Einkauf, wie viel Prozent und Geld frisst er denn vom Monatsgehalt weg? Und dasselbe Spielchen gleich hinterher. Was bedeutet das für einen Filipino? Wie viel Geld, wie viel Prozent vom Monatsgehalt frisst so ein Supermarkteinkauf von dessen Gehalt eigentlich weg? Ich war extrem entsetzt, wie stark die Inflation auch auf den Philippinen zugeschlagen hat. Hier in Deutschland gefühlt viel höher als die angegebenen 10%, was Lebensmittel betrifft. Auf den Philippinen gefühlt dreimal so hoch die Inflation und mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Ich hoffe, ihr fand es genauso interessant wie ich selber. Wenn ja, schaltet auch morgen wieder ein, wenn ich euch denn die aktuellen Preise von den Philippinen auf den einheimischen Markt präsentieren werde. Bye bye, bis dahin.